So, nächster Part. Wir sind immer noch dabei, unser Land auszubauen, vergrößern, was auch immer. Genau, hier werden gerade die gebaut. Dann könnten wir an sich auch das hier mal aufbauen und dann noch das da. Dass sie einzeln so auf ein... Warte, ich habe Finnland vergessen. Scheiße. Sorry, Finn. Falls ob ein Finne hier zuguckt. Aber ich habe Finnland vergessen, gerade auszubauen. Oh mein Gott, das ist mir jetzt peinlich. Ich habe Finnland vergessen auszubauen. Oh. Okay, die Schweden haben vorgesorgt. Gut zu wissen. War hier noch etwas? Was noch nicht? Ne, doch, da war alles. Gut, 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 gut. Ich will ja kein Land von mir vernachlässigen. So, Informationszentrum ist nächste Runde gebaut. Mal gucken, was mir das so bringt. Ob ich jetzt bis nach Großbritannien gucken kann? Eigentlich müsste ich ja. Ah. Ja, wieso nicht? Aber warum fragen die mich? Ah, wunderbar. Nichts denn für Äußeres. Jetzt kann ich sogar rüber gucken, was mit den anderen Staaten so los ist. Gießerei in Hannover. Und Kulturzentrum Moldawien. So, jetzt sehe ich auch hier. Neapel. Boah. Das ist hart. Das ist echt hart. Die Russen holen sich das. Was ist mit Tunesien? Holen sich die Briten, wie es aussieht. Und Tripolitalien holen sich die Russen, wie es aussieht. Ja, sind alle Landstriche dann weg, so wie es aussieht. Ist ja der Wahnsinn. Hier sind die Briten. Jetzt kann ich endlich die gesamte Karte sehen. Juhu. Bringt mir aber gerade irgendwie nichts. Wobei, ich kann mein Handelsnetz erweitern. Hahaha. Genau, ich kann mein Handelsnetz erweitern. Vor allem im britischen Handelsnetz. Da fehlt mir nämlich einiges. Ah, ich kann sogar gucken, was die... Ah, sieh mal an. Ich kann sogar gucken, was die in Handelsnetzen haben. Die haben die Seerouten. Aber wie geht das? Die ist blockiert. Kriegshandlung? Was? Kriegshandlung? Wieso Kriegshandlung? Ich weiß gerade gar nicht, was sie damit meinen. Ja, okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, Großbritannien, Gebäude. Hier bauen wir mal Handelsniederlassung. Dann ist der Handel gesichert. Dann... kurz gucken. Welcher würde sich für mich eigentlich lohnen? Eigentlich, ja, hier unten lohnt sich irgendwie gar nichts, weil... Der lohnt sich bisher am meisten. Das sind zwei Wege. Na, ja. Zwei Wege sind da. Der wäre nur ein einziger. Hier wäre auch nur ein einziger. Na, wir schauen erstmal. So, erstmal hier noch. Gebäude. Wir müssen hier nämlich eine moderne Militärdings da bauen. Und hier... Was ist das denn? Schwarzmaklerhäuser. Oh. Na gut, aber brauche ich eigentlich noch nicht. So, dann bauen wir hier mal die Infrastruktur. Ich möchte mir nämlich den Staat einkassieren. Stück für Stück. So. Das ist aber auch krank, dass die Briten sich Spanien geholt haben. Eigentlich müssen sich ja die Österreicher Spanien holen. Denn die Spanier waren ja, gehörten auch zum Familienabschnitt der Habsburger eine lange Zeit lang. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt auch noch in hier, 1600 noch etwas war. Das weiß ich nicht mehr. Währungseinheiten für... Alter, so viel gebe ich auch nicht ab. Bleibt mal cremig. Abgesehen davon gibt es sich bald gar nicht mehr. Der Kaserne in Hannover, das ist gut. So, dann noch die Kasernen, dann haben wir Hannover hochgepusht. Müssen wir hochgepusht haben. Gut. Die Flotte wird dann russisch, das ist ja doof, ey. Die russische Mittelmeerflotte. Steuersystem, sehr gut. Und als nächstes können wir Folgendes machen. Ära des Fortschritts. Da können wir uns eine neue Regierungsform auswählen, wenn wir es haben. Uhuhu, da freue ich mich. Und wir seid ja schon alle richtig nervös oder keine Ahnung was ich wohl nehmen werde. Ja, könnt ihr sehen, was ich nehmen werde. Ich weiß nämlich ganz genau, was ich mache. Finnland. Ach, stimmt ja, da kann ich gar keine. Hahaha, okay. Ich dachte, ich wollte Grundschulen machen, aber kann ich ja nicht. Das kann ich ja nur in den Staaten, wo die auch so ein komisches rundes Häuschen sind. Da kann ich es ja nur machen. Ist ein bisschen doof.
Gut, Verteidigungsmittel ist ausgelaufen. Oh. Das kam jetzt ein klein wenig überraschend. Ich hoffe mal, das ist immer noch so billig. Interessiert reicht mir nicht. Das ist schon besser. Frankreich? Ja, das ist ja, ist jetzt nicht so schlimm. Puh, hat noch gerade gereicht. Das wäre scheiße gewesen, wenn ich das Bündnis nicht verlängern kann. Aufgrund von Geldmangel. Weil dann besteht die Gefahr, dass die Staaten mich isolieren, weil ich bin ja mitten im Zentrum Europas. Ich bin quasi eingeengt von den Russen im Osten und von den Franzosen und Briten im Westen. So, wenn die jetzt zusammen einen Komplott gegen mich aufbauen, dann bin ich am Eimer. Aber zum Glück tun sie das ja nicht, weil ich halte es ja... Im Gleichgewicht halte ich es ja eigentlich auch nicht wirklich. Ich tue es quasi im Ungleichgewicht, weil der Westmitteleuropäische Bund ist ja ein bisschen stärker als der Osteuropäische Bund. Aber naja, ich will den Frieden erstmal wahren. Ne, wir müssen ja nicht unbedingt alles platt machen, das ist ja nicht unbedingt immer das Ziel. Man kann auch ein bisschen Fortschritt hier reinbringen. Und sollte ich mir mal nachgucken, wann das Spiel aufhört, zeitlich gesehen. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Krieg. Ah, Infrastruktur in Moldawien, das ist gut. So, den Staat kann mir eh keiner mehr klauen. Das bedeutet, ich bekomme jetzt 0,5 pro Runde. Das sind 15, nachgerechnet noch 30 Runden, dann gehört mir Moldawien. Gut, wenn Russland bis dahin keinen Blödsinn baut, dann läuft das. An sich, warte mal. Wie viel bekomme ich nochmal? 5? 10 und 20, ne? 10, 70, 8, 90? Reicht nicht ganz. Und soll ich einfach eiskalt machen? Bisschen kann ich den ja klauen. Hm. Wer weiß, wer weiß. Obwohl ich möchte ja lieber Staaten haben, die an meinem Gebiet noch angrenzen. Sieht ein bisschen schöner aus. Gut, nächste Runde. Brandenburg, was kannst du denn? Steuerkassen. Mehr Gold. Wichtig, 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 wichtig. Sehr wichtig. Gold ist immer wichtig. Durch Gold wurde erst Preußen zum Königreich. Das lese ich momentan ein bisschen. Na, Literatur ist ja sehr wichtig für des Menschenverstandes. Und das bin ich gerade am Lesen. Also die preußische Geschichte bin ich gerade am Lesen. So, Handelsnetz haben wir jetzt auch in Großbritannien ausgebaut, das ist gut. Die laufen hier teilweise über Übersee, deswegen sind hier so gestrichelt. Ich weiß immer noch nicht, wie man das hier machen kann. Irgendwie, irgendwas hat mir mal einer da erzählt, aber ich habe es mittlerweile verdrängt. Erfolgreich verdrängt. Gucken? Ups. Gucken? Nein. Irgendwie muss es noch gehen. Jetzt kann ich eigentlich hier... Ach, ich kann die Steuerkassen überall bauen. Oh, das ist ja nett. Das ist doch cool. Kostet nur ein bisschen viel. Verteidigungsbündnis, 7 Runden. Warten wir nochmal. Ich baue erstmal Brandenburg, weil ich meine, Brandenburg gibt mir am meisten Kohle. Muss ich mal kurz gucken, was mir am meisten Gold gibt. Brandenburg weiß ich, dass es mir sehr viel gegeben hat. Deswegen ist es wichtig, da einen hinzubauen. Muss ich mal nachgucken, wo es sich noch so lohnt. Das machen wir am besten jetzt mal. Unser Erbe ist bereit, sich Verantwortung zu stellen. Er wurde zum Oberhaupt eines kleinen Reiches ernannt, um sich mit den Regierungsgeschäften vertraut zu machen. Ja, denn irgendwann ist unser kleiner Nachfolger nämlich auch ja, alt genug, um uns zu... Ich will nicht sagen zu ersetzen, aber die Regentschaft zu übernehmen, sage ich mal. Wenn die Zeit halt gekommen ist, dann, sieht es scheiße aus. So, Polen hat hier noch die meiste Goldproduktion. 85. Der Rest hier ist ja so 50, 55, eigentlich ein bisschen wenig. Oh, Österreich hat viel. Ich würde mal sagen, alles über 60 nehmen wir an. Das bedeutet Polen und Ostpreußen. Das nehmen wir noch an, also bauen wir hier... Kann ich das noch bauen? Jawohl, kann ich bauen. Sehr gut. Bauen wir auch in Polen eine hin. Und in Ostpreußen. Dann bekommen wir doch ein bisschen mehr Geld. Das ist sehr wichtig. Und dann schauen wir mal nach Tunesien. Ich will dir keine Nahrungseinheiten abgeben. Dich gibt's eh bald nicht mehr, also. So, Steuerkassen Brandenburg, das ist gut.
5 Runden, also kann ich es mir ruhig hier erlauben. Zack. So. Ach, da tut man dem Volk mal was Gutes und dann muss man so viel Kohle blechen. Darüber können wir reden. Also nicht zu viel. Davon ist ja ganz in Ordnung eigentlich. Gut, das läuft ja hier momentan mit der Beziehung. Da funkt mir auch keiner dazwischen, das ist wichtig. Hier könnt ihr dummerweise nichts aufbauen. Da bleibt der Stand so wie er ist, das ist ein bisschen doof, aber... naja. Nächste Runde. Schauen wir mal, was als nächstes noch so alles passiert. Ich müsste ja bald in der dritten Ära sein. Und so lange kann das Spiel eigentlich auch nicht mehr gehen, weil die dritte Ära, ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt durchschafft. Aber irgendwo dauert das Spiel dann einfach so auf, weil der Erbe halt dann alt genug ist, um den alten Mann, der momentan im Thron ist, zu ersetzen. Oi, die Ära der Demokratie neigt sich im Ende zu. Ihr habt nun die Wahl zwischen folgendem Regierungssystem. Republik oder konstitutionelle Monarchie? Republik ist ja... Republik. Das ist ja sowas wie die Weimarer Republik, also demokratisches System, Parteien, so eine Scheiße, die halt, sich zusammensetzen, je nachdem, wie das Volk sie wählt, und dann zusammen halt die Regierung aufbaut. Konstitutionelle Monarchie hat zwar auch Parteien, die haben aber nicht so viel zu sagen, weil es immer noch einen König oder Kaiser gibt, der halt immer noch am meisten was zu sagen hat. Aber es gibt immerhin demokratische Parteien, also... auch Kaiser, hier Titelwürde und all sowas, ne? Nämlich die konstitutionelle Monarchie. Zack. Oh. Die Zeit der Wilhelm... ach, Moment. Die Zeit der was? Der Wilhelm ist nah. Als Monarchie haben wir die Möglichkeit, eine Staatshochzeit mit dem Erben eines fremden Landes zu beschließen. Ah, entscheiden wir uns für ein neutrales Land, können wir dadurch möglicherweise annektieren. Wie noch ein anderes Reich, schließen wir eine dauerhaften Frieden. Der schwer erschütterten wird die Demokratiebildschirm Hochzeit. Ah. Diplomatie. Hochzeit. Ja, wir haben so unglaublich viel, ne? Okay, auf jeden Fall wissen wir, dass es geht. Ist schon mal gut. Nach der Phase des politischen Umbruchs ist unser Reich an den Regierungsgrenzen vollzogen. Ja, wir haben nur unser Reich in einer parlamentlichen Monarchie. In unserer Hauptstadt wurde ein Parlamentsgebäude errichtet. Sehr schön. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf die Beziehung anderer Länder mit dem gleichen positiven Blablabla, ja. Habt natürlich keine andere, weil die alle die Diktaturen gemacht haben. So. Jetzt hier ist jetzt die dritte Ära, danach ist Schluss, also gucken wir, was wir machen können. Das ist die Nahrungsmittelproduktion, das, moderne Kaserne, Elite-Einheiten, interessant. Handelskontor, brauchen wir nicht. Verfassung, das will ich haben. Ich möchte gucken, was ich für Verfassung bekomme. Das sieht doch cool aus. So ein fettes Gebäude, bam. So, jetzt sind wir eine konstitutionelle Monarchie, das ist doch schön. Ich mag konstitutionelle Monarchien. Kohle horten oder Kohle ausgeben? Kohle horten. Ich bin gespannt, was dann die anderen Nationen machen. Ob die dann Diktatur machen oder... was konnten die noch machen? Diktatur oder noch irgendetwas konnten die auswählen? Ich weiß aber gar nicht mehr was. Staatskasten in Polen. Kurz nachgucken. Prüfungsbaum. Absolute Monarchie. Ach ja. Wo der Kaiser oder der König alleine das Sagen hat. Ohne irgendwelche anderen Einwände. Ach ja. Ist quasi auch nur... ja, ist ja eine Diktatur. Wenn nur ein einziger was zu sagen hat. Ja, das ist nicht unbedingt schön. Also ich finde scheiße so etwas. Staatskassen Ostpreußen. Ich glaube, es geht auch nur, wenn ein anderer... na, ist ja egal. Ist ja erstmal egal. So, Bündnis läuft gleich aus. Das tun wir dann wieder verlängern, ist ja klar. Jetzt? Ich habe nicht so das Gefühl, das kostet jetzt ein bisschen mehr. Oh ja. Bis wir gewartet haben. 3800 sollten reichen. Gut. Und hier reichen. Boah. Sollen wir Frankreich auslassen? Eine Runde lang? Was so viel kostet. Ich lasse mal Frankreich eine Runde aus. Ich lasse mal nur mein Bündnis mit Großbritannien. Ich bin gespannt, was passiert.
bieten wir es aber auch nicht an. Hoffentlich habe ich jetzt damit nicht so Kapitalfehler begangen und jetzt Krieg damit gemacht. Was wird da noch durch Tripolitalien? Was sind die Franzosen? Ah, die haben ein eigenständiges Bündnis mit der Sizilien gemacht. Okay. Gut, haben wir also Frankreich isoliert. Lol. Gut, das ist ja gar nicht mehr so doof. Gebäude. Brauche ich eigentlich nichts mehr, oder? Das läuft ja. Nee, eigentlich brauche ich nichts mehr. Gebäude. So, zweite Ära. An sich brauche ich nichts, nö. Ich werde zwar trotzdem gleich noch was aufbauen, aber an sich so viel brauche ich gar nicht mehr. Alter, sag doch einfach, ich will deine ganze Nahrung haben, um deine Truppen auszuhungern. Das würde vielleicht besser ziehen als so. Gut. Wobei, eine Aufgabe war ja Landweg mit Rom, ne? Und Landweg kriege ich ja nur, wenn ich ein Handelszentrum baue. Also machen wir es einfach mal. Und komm, Portugal kann ich nicht, weil ich es nicht angrenzend ist. So. Bauen wir doch noch ein paar Handelsniederlassungen. So dass wir ganz Europa in ein Handelszentrum aufgebaut haben. Das ja, das hört sich gut an. Hört sich ja ganz nett an. So, ist da gerade Stadt weniger gewesen? Nein. Noch nicht. Ups, Alter. Aber die Russen kommen ja auch nicht sofort. Aber die Briten holen sich das jetzt, so wie es aussieht. Schade, ich habe das ein bisschen überschätzt, was die Russen da haben. Sollen wir mal... Und so. Hier auch, dass wir überall Handelsniederlassungen haben. Nee. Überall brauchen. Obwohl, das gibt mir Gold. Gold ist gut. Gold ist wichtig. Okay, machen wir doch. Die Karte gilt ja größtenteils nur den napoleonischen Kriegen, deswegen ist auch Nordafrika mit dabei. Er hat eine Expedition in Ägypten gemacht. Allerdings, was auch nicht so doof wäre, wenn es auch Amerika und so geben würde. Dass man doch da Beziehungen machen kann. Das wär nice gewesen. So, Handelsniederlassung Kastilien und in Neapel Sizilien. Also bauen wir in Portugal keine aus, weil es da oben ist. So, kann ich hier einen aufbauen? Ja. Sehr schön, ne? Mich zum Kaiser krönen lassen. Das wäre. Das ist enorm Prestigegewinn. Ein enormes Prestigegewinn wäre das. Kaiserproklamation. Der Kaiser von Zentraleuropa. Und das haben wir. Gut. Wo ist denn hier die Kaiserproklamation? Ich möchte sie gerne sehen. Kaiserproklamation? Hallo, Kaiserproklamation. Arsch mich nicht, du musst doch irgendwo sein. Hä? Gut. Also, wir haben jetzt die Verfassung, die Aufgabe. Ich würde sagen, als nächstes machen wir mal die Armee ein bisschen besser, die Infanterie. So, ich werde die Verfassung machen. Was brauchen wir dafür? Geheimdienstbüro.
Was bringt mir das denn? Wenn es uns gelingt, eine Verfassung zu proklamieren, wird unser Land für alle friedensbeliebigen Völker der Welt ein Vorbild sein. Oh ja. Aufgrund des Einflusses eurer Regierung wird ein neutrales Land im Reich eingegliedert. Ja, das bringt auch so viel, ne? Ich meine, es gibt doch in dem Zeitpunkt noch so viele neutrale Staaten. Dritte Ära. Ja, Geheimdienst bla kann ich aber noch nicht bauen. Wann kann ich denn das bauen? Irgendwo hier so unten ist doch, oder? Ja, Geheimdienstbüro, da war es gerade. Bauen. Und vergessen, den Part zu beenden.